Morning Minions, mein Name ist Chris und ich habe hier schon einige Motorräder auf diesem Kanal vorgestellt. Vielen Dank nochmal an motorradtest.de für diesen super Service. Heute soll es um meine neueste Errungenschaft gehen, eine Triumph Speedwin 1200. Angetrieben wird die Maschine von einem Reihen-Zweizylinder mit 1200 Kubik in der aktuellen Ausbaustufe 112 Newtonmeter Drehmoment und 100 PS. Auch wenn die Kühlrippen an ein luftgekühltes Aggregat erinnern, haben wir es hier mit einem flüssigkeitsgekühlten Motor zu tun, mit 8 Ventiltechnik und den inzwischen üblichen 270 Grad Hubzapfenversatz. Auch die Brembo M50 Anker und die USD-Gabel von Marzocchi zeigen, dass das Bike durchaus eine sehr moderne Technik verbaut hat. Zwei analogen Rundinstrumente gepaart mit zwei LC-Displays informieren über alles Wesentliche. Egal wo man hinschaut, überall sieht man die Liebe zum Detail und eine Top-Verarbeitung, mit der dieses Bike zusammengesetzt wurde. An der Serienbereifung des Metzler Racetech RR kann man sehen, wo Triumph mit diesem Bike hin will. Ein klassischer Auftritt, ja, gern. Aber doch bitte mit der Performance, Leistungsfähigkeit und den Fahreigenschaften eines modernen Naked Bikes. Und das bringt diese Maschine super auf den Punkt. Ein extrem exaktes 6-Gang-Schaltgetriebe und eine sehr, sehr leichtgängige Kupplung unterstützen diesen Eindruck. Einen Quickshifter habe ich hier bisher nicht vermisst. An Zubehör habe ich mir nur die Rocket-Spiegel und einen Lampenring gegönnt. Zudem einen Tankschutz, ansonsten steht das Bike so da, wie es aus dem Laden kommt.